Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Mario Kart 64. Hi, hi. Und ja, da wir gerade so ein bisschen Lust am Aufnehmen haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen eine Runde Mario Kart Grand Prix zu zweit auf. Richtig. Noch schön, plus die alten 8 Charaktere. Wir geben 100 gleich, daher. Ach komm, wir geben gleich Vollgas. Ja, wir geben gleich Vollgas. Es ist klar, wer Spieler 2 sein wird. Yeah. Und ich, weil du so ein Schwergewicht hast, nehm ich den cooleren der Brüder. Den cooleren? Also im Gegensatz zu Mario. Ja. Also. Du hast so viel Ego Raptor gesehen. Nein! So, welchen nehmen wir denn? Ich würde. Komm, wir machen erstmal Special Cup. Oh. Wir kriegen jetzt erstmal volle Kanne auf den Deckel. Da sehen wir dann in den anderen Rennen nicht so schlecht aus. Ja. Wir haben 150, wir sind zu zweit. Dieses Rennen wird verdammt schnell gehen. Okay, ich bin unten als Mario. Und der Apo ist rechts. Na klar, rechts. Der ist oben. Ja, jetzt wird wieder drauf angespielt, auf das hier arbeitsloser Nazi. Was mir mal von euch zu einem dummen Unbekannten in Team Fortress entgegengeworfen wurde. Echt? Ja, ja. Das wusste ich noch nicht mal. Da wurde ich als arbeitsloser Nazi betitelt. Obwohl diese Person mich gar nicht kennt. Das können sie gut. Wow. Ui. Wieso habe ich auf dem zweiten Platz einen Stern bekommen? Weil ich einen goldenen Pilz habe. Und erstmal gegen diesen Brückenpfosten. Bowser zieht schon wieder ab wie sonst was. Und ich bin letzter. Echt? Ja. Nein! Ah! Dein Blitz hat mich jetzt ins Wasser befördert. Tut mir leid. Ein Scheiß tut dir leid. Manchmal. Aber das hat Bowser auch wieder verlangsamt. Oh, 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 oh. Scheiße, nichts bekommen. Erstmal hier einen siebten abgeschossen. Was war das? Ach, der hässliche Yoshi. Ja, die ziehen übelst ab hier, das ist der Wahnsinn. Ja, und warum sage ich, dass Yoshi das verdient hat? Weil, wo wir zu dritt gespielt haben mit Chris, ja, war Chris Yoshi. Ah ja, stimmt. Da ist in jedem Mario Kart ist einfach nur. Ich kann Yoshi an und für sich nicht leiden. Ah, hässliche Dino. Das ist genauso wie der Gummi Gorilla. Jetzt zieht Peach ab wie sonst was. Schießen ab. Schießen ab. Ich hab's jetzt so aus dem Augenwinkel gesehen. Naja, ist der Stachelpanzer unterwegs? Ist nein! Was mache ich denn? Oh, jetzt liegt da so eine Banane, ey. Oh, ich bin siebter. Ja, ich bin die ganze Zeit auf dem achten. Mit etwas. Also ja, ich glaube, die Runde gewinnen wir nicht. Also ich fahre für mich alleine, ja. Na gut, ich habe jetzt einen Stern bekommen. Es könnte wieder ein bisschen besser laufen. Aber man merkt halt wirklich schon, dass 150 bei dem Mario Kart verdammt schnell ist. Ja, manche Strecken, ja. Ja, die sowieso schon schnell sind. Also ich muss auch bei Double Dash zum Beispiel, merkt man das nicht so krass, die Unterschiede zwischen den drei Gewichtsklassen. Ich bin bloß Dritter geworden, ey, das kann doch nicht angehen. Ich bin auf dem Achten. Scheiße. Oh. Scheiße. Ich hab 20 Sekunden mehr gebraucht als du. Bloß? Scheiß. Mist. Du kriegst wenigstens noch Punkte. Ja, drei. Ich bekomme gar keine. Genauso wie der Affe, Mario und der Dino. Hm. Alles so hässlich. Oh nein. Oh nein, hier werde ich auf jeden Fall letzter. Das kann ich schon voraussagen. Ja, und in der Mitte sind Fragezeichen, weil ja, man konnte es einfach nicht richtig kalkulieren bei dem Rennen. Wer hier an erster Stelle ist, weil es viele verschiedene Wege gibt. Oder man wollte es halt nicht kalkulieren, damit es halt so ein bisschen. Ja, es soll angeblich einfach nicht möglich gewesen worden sein zu der Zeit. Das war knapp. Also ich habe hier meine bevorzugte Strecke. Ich weiß nicht, ob das jetzt die kürzeste ist oder nicht. Ich nehme sie einfach nur, weil ich da die wenigsten Schwierigkeiten habe. Peach, okay. Das ist irgendwo vorne. Ja, ja, ja. Rosa und Peach habe ich hier auch noch nicht rein. Die sind alle hier irgendwo dran. Yoshi, verpiss dich.
Ich kann eh keiner leiden. Kriech zurück in dein großes Eisenhorn. Ah, scheiß Bananenschale. Das dürfte meine gewesen sein. Direkt über dem Ziel. Oder am Ziel. Ja. Boah, warum hab ich nur goldene Pilze? Was soll denn der Trick, Leute? Na, klasse. Ey, Peach, verpiss dich. Dann könnte es mal schneller gehen. Nein. Da muss man erst noch den kompletten Hügel runterholen, weißt du? Ja, das ist leider so. Jetzt hab ich schon den guten... Nein, das war schon wieder für mich. Ich bin 7. Ja. Wenn sich jetzt nichts ändert, bin ich 8. Das sieht man schön, wenn das... Ja. Das hat mich gerade Mario noch überholt. Das sieht man halt schön, wenn man die ähnliche Person ist, die dann dort steht. In der Zeit. Ja, gut, okay. Wow. Wir haben uns gestern schön ergötzt an dem Battle-Modus von Mario Kart 64 mit diesem Ballon-Modus, also Ballons abschießen, was ja hier der einzigste Modus ist. Ach, der ist klassisch. Der ist richtig geil, ist ja. Das heißt, alles direkt vom Eingang mal. Und wenn man mindestens zu dritt spielt, also zu dritt oder zu viert spielt, sind die als erstes raus sind, Bomben. Ja. Wie hat Christo schön gesagt, Ninja-Bombe. Ja, der hat's genossen, so eine Bombe zu sein. Aber ordentlich genossen. Er hat's nicht mal geärgert, wenn er Ballons verloren hat. Er wollte Ballons verlieren. Ja, natürlich, fordert gegen die Wand, ey, dummer. Du bist schon okay. Scheiße. Ja, vor allem wird das nicht abgebrochen. Man muss erst den kompletten Hügel runterfallen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das wurde in späteren Racing Games erst behoben, glaube ich. Ja. Diesmal bin ich Erster geworden. Doch, da bin ich. Okay. Und ich habe dir gerade unbewusst alles geklaut. Bin ich gewohnt. Der Browser hier haben wir, Internet Explorer. Scheiße. Zeitanzeige brauchen wir nicht kennen. Na. Wer ist wohl das einzige Fragezeichen dort noch? Könnte ich so gar nicht sagen. Ich würde jetzt auf King Boo oder die Piranha-Pflanze tippen. Von Double Dash. Oder Baby Luigi. Fährt zumindest genauso. Shit. Was hier? Ist aber eine scheiß Strecke. Och, naja. Ich wurde eine Minute länger gebraucht. Ah, guck mal, nochmal 8. Oh je. Aber ich bin auf 5. insgesamt. Ja, gut. Mit den anderen 3. Sind immer die gleichen hinten. Toll. Geisterstrecke. Na. Die ist ja auch herrlich. Na, wenigstens aber erstmal die Scheißstrecken zuerst. Na, okay. Das kann nur besser werden. Wisst ihr? Kein Blitzstart diesmal. Gar keiner. Ja. Okay. Was war denn jetzt? Ich habe keine erwischt. Bowser, verzieh dich. Ich battle mich ja mit Mario. Musst jetzt mal Peach wegschubsen. Nein! Du blöde Kuh! Nein, ich will nicht einfallen! Nein! Oh. Zweiter? Ha, ich bin so weit hinten und immer noch 2. gewesen. Okay. Okay. Jetzt bin ich 4. Geil! Was da hinter dir ist. Ja. Vor allem der Computer fliegt da nie rein, ne? Ja, es kann doch passieren, aber ich glaube, da muss man selber nachhelfen, ja. Ist jetzt ne wahr. Hättest du ne warten können mit dem Blitz. Scheiße. Gerade einen Stern bekommen, ey. Den kannst du doch immer noch einsetzen. Nee, kann ich eben noch nicht einsetzen. Ja, jetzt noch nicht, aber gleich. Ich habe erst meinen Stachelpanzer losgeschickt. Ich auch. Der wird wohl nicht ankommen. Der ist im Wasser gelandet. Ja, genau. Der muss ankommen. Das Lachen gefällt mir. Also du hast dir so viel Kram auf die Straße gelegt, oder was? Nö, das war alles der Stachelpanzer jetzt. Ach so, ja gut. Der nimmt ja jeden mit, den er auf dem Weg zum ersten im Weg steht.
Wieso? Was, wieso? Ja, ich hab gerade wieder keine Box abbekommen. Ich auch nicht. Nein, nein! Ich hab immer das Glück. Fetter Fisch. Apropos Fetter Fisch, wir haben richtig fett gegrillt. Das war oh ja, lecker, lecker. Oh, ich bin noch meine runtergefallen. Und hab mich da. Panzer losgeschickt. Na, warum werden dagegen das scheiß Geländer? Was ist denn für ein scheiß Stachelpanzer? Die Strecke will mich doch verarschen. Oder? Ja, der justiert sich erst nach ein paar Metern. Und die Strecke, die er gerade ausfliegt, ist aber nur voll gegen das Geländer gefahren. Ja. Zwei Stachelpanzer gehabt und beide für den Arsch. Ey. Ihr kleinen Mistkrabben. Hab ich jetzt beide mitgenommen. Ich hab das schon immer gewusst, dass Mario Kart was gegen mich hat. Hm. Ach, da sind sie ja, die ersten zwei. Ah, letzte Runde. Scheiße. Peach und Bowser sind vorne, ne? Ja. Die habe ich gerade überholt, die Schweine. Und schon gerade. Nein. Weil der Strecke zuvor und die Uhr. Nee, ich hasse solche Bananenschalen, die einen zum Stillstand bringen. Boah, mhm. Ich habe hier langsam hier die Töte raus. Das blöde Lachen. Als ob dein Kind lacht, ne? Ja. Mini Wario. Guck mal auf die Karte bei mir. Oh, scheiße. Schön, ne? Vielleicht sollten wir doch auf das nächste Mal auf 100 stellen. Nö, ach. Ne? Passt schon. Oh. Durch die Banane, ne? Durch diese fucking Banane. Jetzt diese endlos lange Rainbow Road. Ja. Justiert sich erst nach ein paar Metern. Und so wirkt er wie eine Grüne bis dahin. Wenn man sich da überlegt, was das von Luxus bei den neueren Teilen ist. Der fliegt, der kann nicht daneben gehen praktisch. Bei diesem Geister bei mir, ne? Oh je. Ich glaube, Peach hole ich nicht mehr ein. Wie viel gibt es auf dem ersten? Achte? Neun. Selbst wenn die Zweiter wird oder Dritter, kann die das immer noch locker. Müsste ganz hin. Ja. Die müsste, na gut, Dritter kann sie noch werden. Aber sobald, wenn die Zweiter wird... Dann muss ich Zweiter werden. Das wäre natürlich optimal. Jawoll, ja! Ich bin Zweiter. So kann es bleiben. Und das Gute an der Rainbow Road ist, muss ich ja mal sagen, man kann nicht allzu schnell runterfallen. Ah. Gehst du weg, Pi? Das ist krass, ne? Wie die aufholen. Vor allem, ich kann ja nicht mehr als Gas drücken. Die fahren mit Leichtigkeit alle an mir vorbei. Was soll denn das? Achtung, Kettenhund. Boah, Bowser. Wie die alle erstmal in den Kettenhund fahren. Zieh dich, Bowser. Ja, zieh dich! Den hab ich erwischt. Und den hab ich geschubst. Dadurch bin ich ins Schlangenhorn gekommen. Weil diese fette Schildkröte im Weg stand. Deswegen bin ich auf den achten gefallen. Scheiße. Nur weil der zu doof zum Fahren ist und im Weg steht, na? Alter. Ja, ja. Boah, schon wieder keine Kiste. Keine einzige Kiste gehabt hier. Nur Bananen und Schildkröten, die mir im Weg stehen. Ich habe ja gestern auch schon gesagt, man muss schön gespielt haben, das war knapp. Habe ich auch von Pilze geholt. Oh, ich habe Peach mit meiner Grünen erwischt, wie es aussieht. Ja, ich hab halt schon gestern gesagt, wo wir zu dritt gespielt haben, das Spiel, das Freundschaften zerstört. Immer und immer wieder. Nee! Bowser verschwinde. Ach, naja, zerstört würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, ich stell's auf eine harte Probe. So, ich hab mich mal auf den vierten verkackert. Gut. Also ich bin nicht für jede Bananenschale hier verantwortlich. Nee. Hab wohl nichts gesagt. Mario klippt mir sowas von am Arsch, dieser hässliche Klempner. Jetzt krieg ich Pilze, ne? Ich hab mal Panzer oder so zu bekommen, da scheiß die nur auch noch mit, der scheiß Yoshi. Wie fahren denn die, dass die so schnell sind? Ich weiß es nicht. Das war deiner. Ja, das war meiner.
Kettenhund wieder unterwegs. Wo ist denn der noch so hinter mir? Die ziehen so mühelos vorbei, das ist der Wahnsinn. Ich tue schon bei meinem PS3-Controller durch schon die X-Taste durch schon durch den Controller durchdrücken. Aha. Man versteht's halt nicht. Jetzt hast du verraten, dass wir einen Emulator benutzen. Ach Quatsch. Ich habe einfach einen Adapter, dass ich einen PS3-Controller an Dingens anschließen kann, an mein N64. Ich bin gerade mit einem Zentimeter Abstand am Kettenhund vorbeigefahren. Sogar, ey, sogar ist der gerade im Mini-Format an dir vorbeigefahren. Ja. Ey. Ich hätte versuchen müssen, nach links zu schlandern, aber... Na. Ja, schön. Hat uns übrigens ein Bett erwischt. Und der Pilz freut sich deswegen. Fucking Toad. Jawoll! Ja. Mich verarschen, ey. Dummer Affe. Nein, keine Box erwischt. Egal. Was wär's schon geworden? Eine Banane? Eine Box? Irgendwas. Grüner Panzer. Allerhöchstens ein Auto. Du hässlicher Affe, ey. Geh zurück in deinen Käfig. Oder schmeiß wieder Fässer von irgendwelchen roten Balken runter. Das, was du am besten kannst. Bananen fressen. Riesenbananen fressen. Und lass den Jumpman dich wieder erledigen, der damals noch hieß. Wo die Kleidung auch noch etwas anders aussah. Wow. Ich hätte beinahe einen Hund erwischt. Naja, ich hab's irgendwie auf den Affen abgesehen. Oh, mach ruhig. Egal. Jawoll, Mario gekillt. Ich bremse mal ab und lass Bowser vor. No, jetzt hat der Affe mir das Päckchen geklaut. Na, der hat mich trotzdem noch mit erwischt. Weil der immer mittig fährt. Ja. Shit. Wie die mit Leichtigkeit an mir vorbeiziehen. Das ist wirklich. Oh, so habe ich wenigstens noch ein bisschen Konkurrenz hier vorne. Peach hat's erwischt. Ja, Bowser, endlich mal. Bowser hat sich gerade mit einer selbstgeworfenen Banane erwischt. Das ist doof. Ja, weil er sie aufwärts geworfen hat. Pff, so dumm. Ich hab erstmal Mario. Die ist scheinbar direkt vor ihm gelandet und er ist natürlich reingefahren. Noch ein Stern. Oh nein. Das darf nicht ins Leere gehen jetzt auch. Oh, fuck. Ich dachte, ich wär fast von der Stage gesprungen. Von der Strecke, nicht von der Stage. Ach so, wie es mir das erste Mal ging? Ja. So, fünfter. Wo? Ey, ich hab wieder woanders hin gesehen. Wisst ihr, berghoch zu, holen die mich ein. Nee, das war jetzt mein eigener Fehler, weil ich aus in die Box gefahren bin. Und trotzdem, berghoch holen die mich ein, wie kann denn das sein? 150 halt. Hier ist man echt auf die Waffen angewiesen, um, weiß nicht, um hier zu gewinnen. Wisst ihr, da bekommt Gummiband, KI einen ganz anderen Eindruck. Diesmal bleibe ich ein bisschen am Rand. So der Stachelpanzer, wo ich Pause erwische. Dürfte gar nicht allzu lange dauern, wenn er kommt. Ja komm. Jawoll, der eine fährt in den Kettenhund rein, den anderen überhole ich so. Wieder auf den fünften. Wow. Gucken, wie lange es hält. Ist wieder ein Kettenhund im Anmarsch. Diese Rainbow Road, die ist so ein bisschen eintönig. Ja, aber zu zweit haben wir jetzt wenigstens Musik. Wir haben das gestern zu dritt gespielt im Versus, wo wir halt wirklich bloß zu dritt sind. Und da war keine Musik, da hatten wir bloß Motorengeräusche. Und das war ein bisschen creepy. Und ein bisschen Gebrülle halt von den Charakteren, aber... Das war ein bisschen creepy. Boah, dummer Klempner, ey. Schön, das ist so dumm. Gemächlich um die Kurve ziehen hier. Jeder, der sich jetzt in meine Nähe traut, muss mit den Schildkrötenpanzern erstmal fertig werden. Wenn wir hoch. Peach, verpiss dich. Und wir sollen einfach in die Richtung ziehen, wo die landen. Man könnte auch sagen, wir machen das Video jetzt um diesen ganzen Mario Kart 8 Hype
entgegenzuwirken. Ja. Ja, obwohl, eigentlich wirkt er vielleicht noch dafür. Das kann nur sein. Ist eigentlich egal. Ist auch ein geiles Game, muss man halt dazu sagen. Ja, Peach ist jetzt Zweiter geworden. Die werde ich nicht einholen können. Aber ich lasse Mario hinter mir. Scheiße. Keine Schnitte gehabt. Hm. Auf den Geraden haben die mich sowas von überholt. Uiuiuiui. Und dafür ist man von mir. Ich habe mein Bestes gegeben. Tja, Silberpokal ist auch was Hübsches. Ja. Ich bekomme ein Stück Abfall. Und jetzt sind wir dabei, weil sie sich keine Arbeit machen wollten, einfach von Super Mario 64 die Stage eingebaut. Ja, an dieser Strecke Royal Raceway. Ja. Da kann man ja zum Schloss fahren. Geht direkt? Man kann von da aus die Strecke sozusagen verlassen und mitten an das Schloss ranfahren. Das bringt bloß nichts. Ist aber cool, dass es geht. Ja. Geht bei den jetzigen Games nicht mehr sowas. Nee. Da kannst du keinen Abstecher machen. Abstecher? Mhm. Und das Messer drehen wegen Schmerzen. Naja. Ach ja. Die blöde Kuh. Bimbo Girl. Blond Bimbo Girl. Na komm, du spuck schon den Pokal aus, Mensch. Hui. Ja, aber wir kriegen hier den Pokal. Natürlich nicht. Die kriegen so eine Urkunde teilgenommen. Sieht eigentlich aus wie so ein klassischer Gewinnpokal. Ja, so. Ganz klasse. Mario! Und hier kann man ja noch nicht mal Fahrer freischalten. Ne, hier gibt's nur die 8. Das ist wirklich noch ganz... Ja, wir haben den letzten Cup jetzt praktisch beendet auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und da kommen automatisch die Credits, die man nicht abbrechen kann. Dauern die lange? Ja, ein paar Minütchen gehen die schon. Probieren mal was. Aufnahme läuft ja noch weiter. ihr hört uns ja auch noch. Ja. Ich tue es einfach versuchen, nochmal neu zu starten. So. Ja, es läuft immer noch. Einfach, weil ich keinen Bock habe, jetzt die Credits anzugucken. Ja, irgendwie nicht. Vor allem nicht in Part 1. Ja, es ist... Ups. Einfach machen bloß einen 100er jetzt. Ja. Ich bleib bei meinem Lacher. Du bleibst bei dem und ich... zur fetten Schildkrötensuppe. Machen wir den, ja? Klar. Aber einen von hinten nach vorne. Richtig. Ich benutze auch nicht die Abkürzung. Ich habe ein Abo die gestern mal gezeigt. Wäre eigentlich geil, wenn man die benutzen würde. Ja, das wäre aber auch zu einfach. Das stimmt. Außerdem würde das hier in diesem Rennen jegliche Spannung nehmen, die noch existiert. Ich habe so einen Dino von mir, so einen hässlichen. Und ich könnte Bowser einfach mal seinen Panzer rumdrehen, dann könnte er einfach mal so wegstupfen, dann nachher erstmal bedient. Na. Das einzig Gute, was ich an den neuen Mario Karts finde, ist, dass auch die Gegner jede Waffe benutzen können. Da können die Blitze kriegen, da können die mit roten schmeißen und so weiter. Mit roten Panzern. Ja, das stimmt. Das, was sie hier nicht können. Hier hauen sie höchstens mal eine Banane vor oder benutzen Sternen. Die KI war halt hier noch zum Kotzen. Ja. Und Chris spielt gerade Dota 2. Oh mein Gott. Na, der hat ja das genutzt, dass ich jetzt WLAN habe, dass er seine Steam-Bibliothek erstmal aktualisieren konnte und ein paar Games runterladen. Ich bin damit ein Stern, keine Angst. Du kannst mich ruhig wegrotzen, hier gibt's keine Freunde. Da hat er mir bis zu dir gereicht. Aber ich habe Yoshi weggerotzt. Oh, daher. Das ist immer gut. Da, beziehungsweise der ist von hinten in mich reingefahren. Jetzt kommt dieser hässliche Klempner. Den du vorhin noch hattest. Ja, ist trotzdem hässlicher Klempner. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Yoshi auch noch weggerotzt und... Ist jetzt alles schon weggefeuert? Ich habe zwei weggefeuert und einer hat mich gerammt. Ah. Oh nein. Komm, schaff's rüber.
Nein, wir schaffen es nicht rüber. Nein. Oh. Scheiße. Du bist da gleich auf dem Achten gefallen. Ja, eben. Das ist so krass, ne? Und Yoshi natürlich auch, aber der ist egal. Ja, Yoshi, scheiße. Scheiße, ich muss wieder nach vorne. Yoshi steht nach Sushi. Wie? Sind die auch bekloppt oder was? S3er-Formation, auch alle drei mit Bananen, ne? Ja, gib Stoff, Bowser. Gib Stoff. Wo bist du denn? Bist du jetzt vor mir? Ich hab gerade eine Banane oder so abgerutscht. Los, los, los. Na gut, jetzt bist du. Jetzt ist Yoshi. Der hinter dir. Ich muss nach vorn. Da hast du noch alles offen. Das ist ja nicht so lang. Ja, ist mir schon klar, aber ich hasse sowas. Komm schon. Schneller. Hopp. Nein! Vor allem, ich bin auf dem dritten noch und krieg einen Blitz. Wir sind eh schon hinten. Wie weit zurück sollen wir denn noch fallen? Yoshi, verpiss dich. Auf den Minusplatz. So, jetzt lege ich mal einen kleinen Turbo ein. Plus, God-Modus. God-Mode. Oh, ich hab schon. Schnell, schnell, schnell. Hab schon jetzt meinen runden Panzer abgeschossen. Scheiße. Der wird jetzt eine Runde drehen. Nee, nee, der hat schon sein Ziel gesucht gehabt. Alles klar. Weil ich glaube, neben mir war ich ein Durch oder ich ein Fahrer. Ich mag das Geräusch von dem. Das ist noch schöner als damals, muss ich ehrlich sagen. Boah, ich komme einfach nicht nach vorne. Ich hole ein bisschen auf, aber das war's auch. Oh, nee. Ich battle mich ja mit dem Klempner und mit dem Pilz. Toll. Natürlich ist es da hilfreich, wenn man noch die Boxen verpasst. Das ist sehr hilfreich. Mario ist gerade hinter mir gelandet. Ich kann mir vorstellen, warum. Der hat es nicht über die Stage, also über die Schanze geschafft. Weil du ihn ja gerade mit einem Stern weggefeuert hast. Das finde ich sehr amüsant. Ich helfe dir gerne. So kann man natürlich auch vor nach vorn kommen. Alle Gegner da drüber schleudern. So gemein. Ja, man sieht, wo er ist. Erstmal Beach abgeschossen, ja. Die Beach? Die Beach Beach. Mario, das tut mir so leid. Nicht. Oh, ich bin jetzt eine Runde weiter und bin immer noch auf dem 7. Platz. Oh. Und das in deiner Stage, ne? Ja, das ist ja noch schlimmer. Ich battle mich ja mit allen, wisst ihr? Ich versuche dir doch mal vorzukommen. Beach ist so blöd und fährt in eine Banane. So was. Mini-Me! So komme ich halt wenigstens wieder ein bisschen nach vorne. Ja, so weit entfernt bist du aber gekommen. Affe. Also nicht du, ne? Wir sind alle Affen. Primaten. Ich komme immer näher. Boah, Schlampe mit ihren Affen, ja. Und natürlich haben die mir eine Kiste weggegeben. Nee, ihr Affe ist hinter mir. Nee, der andere Affe von mir. Ach so. Sie, da mit mehr Pelz. Und in der Kurve überholt. Ah, ich sehe schon Donkey Kong vor mir. Euch nennen hat jetzt Luigi abgeschossen. Ja, das war ich, weil ich gelacht habe. Finde ich gut von dir. Immer wieder drauf auf der Welt. Da hat bei dir wirklich nichts zu lachen. Scheiße. So, erstmal Peach. Nein! Komm, Dummy, komm. Du blöder Affe. Ich bin auf Platz 3. Ich bin auf der 2. Donkey Kong ist vorne, der hat mich jetzt noch in der Kurve geholt, glaube ich, in der letzten. Na! Verdammt! Also, ich wurde gut vorgearbeitet. Nicht gut genug. Mario ist immer noch hin. Ist aber böse sowas. Mal sehen, das kann das ganze Rennen versauen. Ja. Oh. Und das war ja nicht mal mit Absicht da. Ich bin einfach bloß mit dem Stern an dem vorbeigefahren. Hab der einfach bloß mit dem Stern getötet. Oh ne, Schuppetland. Soll angeblich auch zu Wario gehören. Ja. Es gab in dem Wario Land zum Beispiel, da gab es eine Welt, die Schuppetland hieß. Und das heißt hier genauso.
Auch wenn es hier kein Anzeichen dafür gibt, dass es zu Wario gehört. Wo hab ich denn die hingefeuert? Du bist irgendwo untergegangen. Ich hab einen Panther runtergeschlagen. Ah. Ich heiße ja die Pinguine, ne? Ja, die hast irgendwie jeder. Das hab ich gestern schon erwähnt. Vor allem hier in dieser Grotte, wo wir gerade drinnen sind, da hab ich mich gestern die ganze Zeit verfahren. Und jetzt geht's einigermaßen. Ja, war ein gutes Training gestern für die Aufnahme. Also, für die ungeplante jetzt eigentlich irgendwie. Ja, das war jetzt so spontan, weil wir haben die zweite Folge Ocarina of Time abgeschlossen und haben uns gedacht. Sogar die dritte, oder? Die zweite, stimmt. Eine 40 Minuten und eine 30 Minuten Aufnahme. Ja, genau. Ich bin direkt hinter dir, my friend. Was? So geht das aber nicht. Klebt dir am Poppes, ja? Und hier so komische rote Klempner, da hatte gerade einen Stern, hab ich gesehen. Ja, so einen Stern haben. Einen gelben Stern auf der Jacke hat er. Klaut er sich einen Blitz, ne? Sehr gewagt, da durchzufahren. Nein. Nicht. Oh, ganz knapp an diesen hässlichen Pinguin vorbei, ne? Er traut sich nicht, mich zu überfahren. Ich hab's nicht geschafft, Thomas, oder? Ah, shit. Nein, nein, das war zu gewagt. Ich bin gleich wieder da. Oder erstmal nur tief gekühlt. Oh nee, nicht das auch noch. Das ist wie mit Räucherwoche, hält sich länger. Scheiße. Ich bin siebter. Ich bin noch zweiter. Ja, Donkey Kong ist erstmal in mich reingefallen. Scheiße. Ich bin sechster. Ich bin letzter. Was noch zwischen uns? Ach, so Pilz. Ja, Donkey Kong, verlangsamer, dass ich in dich als Sterntypi reinfahre, ist klar. Erstmal Mario abgeschossen. Oh, ich krieg jetzt hier übelst viele von den Roten. Ah, ja. Scheiße. Erstmal Peach getötet. Also, getötet. Schön wär's. So. Ja, dummheit tötet dieses Schöchmann selber. Nee. Das hat so ein Idiotenglück, das wird nie klappen. Zweiter. Nein! Nein! Wieso musste ich jetzt noch in den Pingu reinfahren? Die Pinguine, die verlangsamen so extrem. Ich werde noch Fünfter, super. Hat dich dann noch überholt? Ach, Scheiße. Toad und Peach oder was? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Toad ist noch in so eine Fakebox reingerast. Man sieht's halt ohne, ne? Ja, jetzt sieht man's. Luigi und Peach. Ja. Aber die sind fast gleichzeitig rein. Shit. Ich bin jetzt vorne. So eine Kacke. So, hier können wir zum Schloss fahren, wenn wir wollen. Ja. Aber das würde nichts bringen. Wir haben keine Zeit. Da rast du und tut alle wegkramen. Ich bin Zweiter. Ja, was soll man sonst mit denen machen? Töten. Die Idee kam mir vorhin schon, wo wir in der zweiten Dingensaufnahme waren. Ocarina of Time Aufnahme. Achtung, scharfe Kurve. Man müsste hier die ROM-Datei ein bisschen bearbeiten können. Und dann anstatt von dem Schwert eine Sense einfügen, so passend zu Death und so. Hm. Kann man bestimmt, aber. Oh, dazu müsste man erstmal das Wissen nicht hinkriegen. Man müsste das Wissen dazu haben. Toad, verpiss dich. Kann dich eh keiner leiden. Fucking Toad. Pilze. Verdammt nochmal. Ich komm nicht an den Rand, den Glenn. Ich bin hinter dir. Ich will den wegchecken, aber der rast mir da gerade davon. Mir klebt noch so ein Dino am Arsch. Ja, natürlich! What the fuck? Das kann passieren. Ich hab vorher hier oft geboostert mit, Ne, das muss man nicht mal dafür. Oh, jedes fucking Mal, ne? Jedes verdammte fucking Mal. Schnauze voll. Yoshi, Yoshi, verpiss dich. Boah. Da kam eine fette Schildkröte vorbei.
Doch. Erstmal Luigi weggekickt. Ich hätte mich auch fast in den Schlossgraben befördert. Ach, das ist so schlimm da. Vor allem die eine Ecke, kurz vorm Ziel. Also erst diese scheiß Kurve und dann klaut mir Yoshi, Luigi die Kisten. Das ist eh dasselbe. Das ist bitte grün. Ich hab das ja gestern schon gesagt, ich finde ja diese Animation von den Piranha-Pflanzen und allgemein die Grafiken hier recht sehr schön HD-mäßig überarbeitet. Ja, so übelst futuristisch. Ja. Und lebensecht. Ich bin ja im zweiten, dritten, vierten. Nein! Ah! Denk dran, schön nach links lenken nach dieser Kurve. Jedes Mal, ich schaff die Kurve nicht. Das war schon ganz immer. Scheiße. Ja, ich bin hinten. Ist das eigentlich mal geil, wer? Was wäre denn geil? Wenn es anstatt von Mario Kart mal ein Super Smash Kart oder sowas gäbe. Mit verschiedenen Nintendo-Charakteren. Nicht bloß Mario-Charakteren. So. Also ja, quasi fast mit Ganondorf durch die Kante und mit. Ach Link du Scheiße. Es sind nur so als Idee. Wäre ja, cool. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mehr so weit weg. Die gehen jetzt alle auf einen. Ja. Mario soll sterben. Gut, das Bowsers Grundeinstellung, das stimmt. Und bei nur sowieso. Bei mir muss jeder Gegner sterben. Ich bin jetzt auch ein weiteres Mal aufgeschlagen. Nein! Ich hab kurz eine Pflanze weggecheckt. Kurz vorm Ziel muss ich wieder so einen übelsten Scheiß bauen. Das ist schon so. Ah. Und ich hab so eine Pflanze weggecheckt. Mit Stern. Das ist schön. Vergiss es, Peach. Du landest nicht vor mir im Ziel. Ich hab ja sowieso Zeit, ne? Ja? Ich bin ja sowieso auch dort, da kann ich ja sogar zeigen. Ne? Leider kann man nicht die Tür einrasen. Scheiße. Auf der Karte sieht man mich. Ja, sehr weit abseits. Ja, das ist quasi. Er ist Erster. Er kriegt einen Pokal. Das ist quasi auch der Start von Super Mario. Für alle, die es nicht kennen sollten, soll es ja auch solche geben. Ja. Muggel. Nintendo-Muggel. Ja, yeah, ach doch. Scheiße. Ich hab gar nicht mal allzu lange gebraucht. Ja. Na gut, bei der zweiten bin ich ja sowieso, ich hab zum Schluss runtergeflogen, was meine Zeit versaut hat. Ich glaube, das wird nix hier mit. Ich bin trotzdem noch auf zweiten, ne? Ja, du warst im ersten Rennen Erster halt. Oh. Mein Castle. Mein Kastell. Jetzt hören wir wenigstens mal die Mocke davon. Gestern habe ich die angewählt. Ich war so enttäuscht, die Musik war nicht zu hören. Woll ja, macht euch vor dir hin. Besser. Na toll, nichts bekommen. Erstmal einen Schutz hier aufgebaut. Und diesmal ist es auch nicht so übermaßen schnell. Ja, mir geht's jetzt mal. Fuck. Das ist blöd. Erstmal nochmal alle abschießen. Oh Mensch. Diese blöden Wumms hier. Die kotzen den so an, ne? Gestern auch schon. Ich hab geführt und dann auf. Nein! Und dann die genau in dem Moment runterkommen, wo ich alleine no. Da hab ich auch schön dir so selbes Leid teilen. Und dann noch so ein blödes lachendes Gesicht. Normalerweise mag ich lachen. Aber nur wenn ich's tue. Pilze! Ich bin ganz hinten, das kann doch nicht angehen. Magische Pilze für jeden. Das ist so Marios Grundeinstellung. Ich verticke Drogen an alle. Blöder besonders an mich selbst. Blöder DK. Und jetzt nicht verwechseln mit Herr DK. Er meint den hässlichen Affen. Den Arten. Donkey Kong, meine ich. Den fasswerfenden, bananenwerfenden. Rumäffelnden Blödmann. So. Ja. Um den Satz zu Ende zu kriegen. Nein! Nein! Da hat man schon einen Blitz. Und dann rast man doch wieder in einen von diesen Idioten rein.
bin ich platt, was? Ja. Bin gerade an dir vorbeigerast. Vor allem wie Toad und Peach einfach bloß übelst weit vorne liegen. Was ziehen die denn hier wieder ab? Eine eigene Show. Ja. Peach und ihr Dildo. I choose Toad. Why? His whole body is shaped like a dick. Oh, total verständlich, ne? Ja, Frauen. Jetzt muss ich mich schon mit einem Dino und einem grünen Klempner rumschlagen hier. Wie tief bin ich denn gesunken? Das ist gemein, ne? Ach Quatsch. Ich bin Bowser. Da müsste Ego Raptor auch noch ein Lied raushauen. Ein Bowser. Und von ja, Ganondorf. Ja, Ganondorf hat er indirekt bloß durch den Zelda-Rap. Ja, da kommt er bloß in normalen Trainer vor. Was hat denn mich jetzt wieder ausgebremst? Ein Glitch in die Wand oder was? Oh. Donkey Kong ist total. Der wird bald überrundet. Der hat noch nicht mal die dritte Runde gestartet. Ach so, ich soll was sagen, der Ende, ne? Scheiße. Wir können von Glück reden, wenn wir hier noch Bronze bekommen. Also wenn ich auf den vierten komme, kriege ich jetzt noch ein paar Punkte. Du bist ja direkt hinter mir. Ja, weil ich gerade wieder in diese dämliche Lava gefallen bin. Naja, tue ich dir nicht an. Jetzt tue ich es dir an. Schön, wie die da immer noch ihre Runden halb drehen, die Panzer. Ey, ist das mies. Donkey Kong hat schon wieder erwischt. Ja, der ist noch nicht mal fertig. Das ist ein blöder Affe. 13 Punkte. Bin ich trotzdem noch auf dem zweiten. Silberpokal. Yoshi. Yep. Dummer Affe. Autsch. Nochmal eine Siegerehrung. Nochmal mit einem Silberpokal. Aber mit einem anderen Charakter. Ja. Hier kommt der Sieger der Herzen. Der schwarzen Herzen. Der steinernen Herzen. Und so komische grüne Affe kommt hier auch mit angefahren. Auch ein Luigi. Ja. Die, mit denen ich mich die ganze Zeit noch gebettelt habe. Na. Ob nur vorne oder hinten. Hat Yoshi jetzt plus keine Punkte bekommen? Der ist. Der ist auf jeden Fall ein bisschen weiter hinten rumgegurkt. Ich weiß jetzt nicht warum. Der durfte auf der 6 gewesen sein. Weil ich war auf der 4, hatte den hinter mir gelassen, dann hat Süden noch überholt. Ja. Egal. Aber dieser komische Affen-Dino hat es trotzdem geschafft, ey. Hässliches Vieh. So, Star Cup auf 100cc. Schutz auch schon Zeit her. Machen wir einen Cut. Ja. Haben eine Dreiviertelstunde drin. Finde ich gut. Und gucken, was wir das nächste Mal ausbuddeln. An alten Games. N64-mäßig. Vielleicht wird das so eine N64-Runde hier so. Einfach mal. Immer mal bei N64-Games zusammenzocken. Ja, finde ich gut. Haben wir eine gewisse Auswahl. Retro. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tata.